Nicht wegschalten, nicht wegschalten, nicht wegschalten. Daumen hoch, abonnieren, bla bla. Willkommen zurück zum Minecraft Let's Play. Mit mir, diesem total verrückten Menschen, der jetzt einfach mal einen auf Abogal gemacht hat. Wir machen jetzt als nächstes da oben weiter. Wir haben ja das letzte Mal diese glorreiche Idee mit dem, boah, das sieht schon hübsch aus von hier, mit dem Aufzug gehabt. Keine Ahnung, irgendwie, ich wollte schon immer mal einen Aufzug bauen in Minecraft. Und jetzt, wo das wirklich mal geht. Und jetzt machen wir weiter, indem wir ein bisschen Metall leeren. Ich könnte es mal probieren. Und dann ein bisschen mit Wasser arbeiten. Genau, ein bisschen spielen. Das ist ja schön, nicht wahr? Das sollte ich vielleicht nicht machen, diese Bewegung. So, jetzt. Wir brauchen Wasser und wir brauchen eine Schaufel. Ich bin jetzt einfach mal so dekadent und mache mit zwei Steinschaufeln. Zwei Eisenschaufeln. Obwohl, mit Dekadenz hat das noch nichts zu tun. Diamantschaufel hatte ich eigentlich im Kopf, aber habe dann gedacht, muss jetzt auch nicht sein. So, die brauchen wir. Und wir brauchen vor allem etliche Eimer. Ja, sechs an der Zahl dürften doch vorerst auch reichen, ne? So, wird es gerade Nacht oder sowas? Hm, nö. Oder doch? Doch, wird es. Hm, dann machen wir mal schnell unsere unendliche Wasserfalle schon mal auf. Und machen mal den. Oh, war vielleicht nicht so schlau jetzt. Hm. Hat fast funktioniert. Das muss ich nochmal lernen mit diesem Klicken. So und so und so und so. Jetzt sind es aber alle voll. Komm schon. Jetzt. So, wieder zu. Und es bedeutet, weiter schlafen gehen. Huch, da waren wir gerade. Habt ihr das gesehen? Wir waren gerade irgendwie relativ nah am Dorf dran. Jedenfalls in unseren Gedanken. Vielleicht waren das unsere Träume. Wir gehen jetzt hin. Und teleportieren uns mal nicht da hoch, weil heute gehen wir zu Fuß dahin. Wir bauen jetzt nämlich den Wasserfall. Ich bin mal gespannt, wie sich das verhält. Also so einen künstlichen Wasserfall gebaut habe ich bis jetzt auch erst selten. Vor allem einen, der gut aussieht. Boah, das hier ist gefährlich inzwischen. Das Bächergestrüpp hier ist so eng. Da könnte inzwischen... Was ist das denn für ein Bug? Das ist kein Bug, das gehört so cool. Also, wir müssen uns da jetzt hochklettern, kraxeln, irgendwie hochbewegen. Damit wir von dort oben das Wasser laufen lassen können. Hm, wäre fast schneller gewesen zu teleportieren und dann irgendwie runter zu jumpen. Ist immer noch schneller, weil ich komme da niemals lebendig hoch. Wow, dass der Sprung jetzt gerade geklappt hat. Also, Kommando zurück, wir teleportieren uns doch. Das ist cool, weil teleportieren kann man sich im echten Leben nicht. Das wisst ihr vielleicht. Also jedenfalls nicht, wenn die einzelne triviale Atome seid. Die kann man inzwischen schon so ein bisschen rumschicken. Aber so einen ganzen Menschen zu teleportieren, das würde unendlich viel Energie kosten. Und wäre momentan noch, glaube ich, so gar nicht möglich. Oder doch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kostet es genug Energie, damit man es nicht macht. Da will ich eigentlich hin. Ja. Gehen wir mal hin mit der Axt, ne? Und hauen mal so ein bisschen hier. So und so, da sind wir auch schon. Ja, wenn ich den hier einfach hinsetze, hier einfach das Wasser rauskommen lasse, vielleicht hier wirklich direkt dahinter. Wenn ich jetzt hier noch weiter reingrabe, bin ich irgendwann in meinem Zuhause, oder? Ah, genau. Hier ist das, aber dann können wir schon zwei reingehen. So, damit nämlich das auch ein bisschen so realistisch aussieht. Okay, das Wasser macht aber genau das, was ich für das Wasser vorgesehen habe. Nämlich Scheiße. So. Jetzt sieht das nämlich auch so, okay, es sieht nicht so aus, wie ich es haben will. Dann lassen wir es so. Gucken wir mal. Also, Wasser, 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 Wasser. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nicht schlecht, muss ich sagen. Sieht schon sehr cool aus, breitet sich auch sehr schön aus. Und das soll jetzt nachher hier reinfließen. Das heißt, wir müssen dem jetzt, ja, die Möglichkeit graben, dass es da reinfließen kann. Ab hier wird es das wieder machen. Ah, nicht mit der. Das heißt, wir müssen jetzt einfach so ein bisschen, das ein bisschen hier so ausweiten, so. Dann können wir nämlich auch wunderschön das nachher. Mhm. Na, guck mal.
Dass das so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache machen. Wir haben den jetzt ein bisschen so ein Flussbett gebaut. Und Wasser merkt sich ja seine Positionierung und so. Und das hier drüben finde ich nämlich nicht schön. Das heißt, wir machen jetzt nochmal das Wasser oben weg. Auch wenn das bedeutet, dass wir jetzt da hochschwimmen müssen. Nur damit das dann sich hier unten nochmal neu positionieren kann. Dafür werden wir Sand nehmen. Wasserfall klettern. Hey, ich komme mir vor, wie dieses. Es gibt doch so eine Fischart, die schafft es, Wasserfälle hochzuspringen. Finde ich total geil, wenn sich Tiere sowas ausdenken. Springfische. Wäre ich auch einer. Ich wäre auch so ein Springfisch. Skater-Springfisch. Ja, kommt schon. Ach, Mano. Das ist so langsam. Dieses, aber die Perspektive ist geil momentan. Wasserfall hochschwimmen ist auch so ein Menschheitstraum. Wie geil das wäre. Du schwimmst einfach so einen Wasserfall hoch. Alle so, boah, du geile Sau. Komm schon. Vor allem jetzt, wo wir wissen, wie es läuft, müssen wir auch auf dem Restwasser runtersurfen. Und uns dann nochmal hochteleportieren. Juhu. Oh yeah, baby. So. Okay, das geht langsamer, als ich es gedacht hätte. So, dann können wir schon mal hier gucken, wie es hier sich verhält. Doch, das ist wirklich fast perfekt. Hier noch den einen oder anderen verändern so. Dass es noch ein bisschen realistischer läuft. Und dann gucken wir mal. Das gefällt mir hier noch nicht. Das müsste eigentlich hier noch... So, aber jetzt... Gut, das letzte Wasser läuft da hinten zusammen. Genau. Und wir können jetzt mal angucken, wie das Flussbett wirklich aussieht, das wir jetzt dafür vorgesehen haben. Na, guck mal, das ist eigentlich gar nicht so das Flussbett, wenn ich gerade so das mir angucke. Da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen, dass es auch wirklich hier drin liegt. Dass es nicht so scheiße aussieht. Immer so vier breit oder so, dann kommt das hier runter. Und wird sich natürlich den schnellsten Weg suchen. Und fließt dann hier so ums Eck. Hier haben wir jetzt schon mal ein bisschen nachgegraben, sodass es auch wirklich hier wunderschön runterkommt. So kann man das lassen, denke ich. Und findet dann seinen Weg hier rein, wo wir natürlich auch nachher Wasser hinsetzen werden. Damit dieser Wasserfall noch integriert wird. Und das Ganze dann in diesen Fluss hier reinläuft. Weil ich denke, so war das von Minecraft auch gedacht. Und dann wollen wir das doch genauso machen. Gut, bedeutet für uns jetzt nochmal laufen und nochmal hochteleportieren. Ich bin jetzt einfach zu faul, mir da irgendwie den Weg hochzubahnen. Wäre auch gar nicht möglich. Das ist das Schöne, wenn du an den Klippen baust, wenn du einmal unten bist, darfst du gucken, wie du wieder hochkommst. In meinem Fall ist es einfach, weil wir können uns ja inzwischen teleportieren. So. Weizen sollten wir vielleicht auch mal wieder abfarmen, wenn ich das so sehe. Ha. Na, kann nicht alles haben. So. Hier ist irgendwo das Loch, genau. War es denn jetzt? Ach, da oben erst. Upsala. Ich bin ein bisschen zu weit gefallen. Jo. Also, gucken wir mal. Das läuft hier schon mal sehr schön. Ja, sehr schön, sehr schön. Breitet sich wie gewollt aus. Fließt hier runter. Fließt. Au. Natürlich, wenn ich es runterbaue, dann muss ich es auch hier runterbauen. So. Ja, sehr schön, sehr schön. Und kommt am Schluss in einen kleinen Rinnsal von oben an. Vielleicht hier noch ein bisschen so bauen. Da werden wir eh, also ich meine, das ist jetzt hier das Flussbett, das wird eh abgegraben werden. Doch, ich würde sagen, also das sieht jetzt von unten schon richtig geil aus, wie das hier runterfließt. Wir werden den Wald bis zum Ufer hier ausdehnen. Und von oben hat das halt jetzt auch den Stil, den ich haben will. So ein Wasserfall, der sich nach unten ausbreitet. Jetzt graben wir mal schnell hier durch. Ich brauche jetzt wieder einige Eimer.
Weil jetzt möchte ich mal schnell hier das Flussbett fertig graben. Wie einfach man machen kann, dass es auf einmal wieder ruhiges Wasser ist. Natürlich nur eins tief und so. Das ist hier kein fettes Flussbett. Das ist ganz smart und sowieso. Aber es soll halt trotzdem hier der Fluss durchgehen. Und wenn man das hier so einfach machen kann, indem man hier so ein bisschen rumgräbt, dann können wir den Fluss auch richtig. Hey, das habe ich noch nie gemacht und das ist jetzt auch für mich gerade relativ cool, so einen Fluss hier lang führen. Na, guck mal. Da fließt er schon. Ey, das ist echt geil, Leute. Macht das mal selber. Geht in Minecraft und baut so ein künstliches Flussbett. Das sieht toll aus. Da müssen wir nur ein bisschen nachhelfen jetzt. An manchen Stellen einen Wasserblock setzen. Das war die falsche. Hier. Und man sieht, wie direkt das Wasser gut nachfließt. Oh, das war nicht blöd. So. Krass, wie schnell das dann ruhig wird, wenn man erstmal an einer strategisch wichtigen Stelle einen Wasserblock gesetzt hat. Es sind die Ecken, die wichtig sind. Weil der Rest ist relativ einfach ruhig zu bekommen. Und das Schöne ist, Minecraft errechnet ja, ob in der Nähe irgendwo ein ruhiger Wasserblock ist. Und wenn von zwei Seiten ruhiges Wasser kommt, dann ist das Wasser offiziell ruhig. So, ich glaube, das war's. Ja, ruhig geworden. Boah, guck mal, wie cool das aussieht, wie das jetzt hier durchgeht. Jetzt müssen wir nur noch hier schnell den Durchbruch wagen nach dahin. Boah, das ist schon noch ein Stück. Geht denn das Wasser hier hin? Ach, zu einem Baum. Oh, und das ist nochmal so ein Ding. Ich denke, das lassen wir jetzt aber mal. Lassen wir das mal beiseite hier hinten? Eigentlich schon. Weil das ist nur so ein kleiner See hier drin. Man könnte es jetzt noch bis hier hinten so fortfahren. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn wir hier so diese Quelle haben und hier noch so einen kleinen See. Und hier kommt dann die große Quelle von unten und hier beginnt das Ganze. Hier ist quasi die Quelle des Ozeans. Wie man das jetzt beschreiben will, von mir aus auch so. Wir gehen mal ganz schnell schlafen und letztlich ist das scheißegal, wie das hier unten aussieht. Ups. Es soll ja nur von oben gut aussehen. Wenn wir das geschafft haben, kann ich in Ruhe und Frieden diesen Part hier beenden. Guckt euch mal die Spiegelung im Wasser an, wie geil das aussieht. Kann ich in Ruhe und Frieden den Part hier beenden und sagen, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Aber wundert mich ein bisschen. Mir fehlen gerade ein bisschen die Monster. Ah, vielleicht deswegen. Jetzt ist doch ein bisschen realistischer. So. Ah ja, jetzt sieht man sie auch, wie sie da drin spawnen. Aber die spawnen nicht lang, denn ich gehe jetzt schon wieder schlafen. Schlafenszeit. So, gucken wir mal. Also von hier aus sieht das schon mal realistisch aus. Jetzt gehen wir mal hoch zur einzigen Stelle, wo es wirklich gut aussehen muss. Zack. Und gucken, wie das von hier aussieht. Oh, ist das geil, Alter. Guck mal, wirklich. Sieht genauso aus, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe. Es fließt hier so runter und wird breiter. Und hier kommt dann nachher noch der Dinger hin. Und dann fließt es hier rein. Und wird zu diesem riesen Rinnsal. Da müssen wir jetzt noch aufmachen. Das machen wir vielleicht als letztes. Ja, bedeutet, wir müssen hier einfach nur ein Holz reinsetzen und sind glücklich bis ans Ende unserer Tage. Also jedenfalls in der Theorie. Gut, und surfen. Hui. Auch eine super gute Möglichkeit, hier runterzukommen, by the way. Ich denke, ich baue auch dort irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich hier reinfallen lassen kann. Ha, Minecraft, hey, diese Abstraktion, das ist einfach beeindruckend. Weißt du, eigentlich ist das hier, sind das nur Blöcke. Aber das kommt uns trotzdem so vor, weil wir uns was drunter vorstellen können, wie ein See und wie Wälder und. Das ist eine richtig kleine Furt hier. So, noch irgendwo kein stilles Wasser? Ne, gut. Was wollt ihr denn, Alter? Doch.
Kann man so lassen. Ich würde sagen, das war's. Wie komme ich denn von hier jetzt am besten wieder hoch? Weil ich würde meinen Part gern oben beenden. Weil da geht es jetzt nämlich das nächste Mal weiter. Ich weiß noch nicht genau, was wir jetzt im nächsten Part machen. Das ist mir aber auch egal. Jetzt habe ich erstmal wieder genug Minecraft aufgenommen. Wir rennen mal schnell, ganz so schnell zurück. Schon über der eigentlichen Partlänge drüber. Wir machen es trotzdem. Voll Bonusmaterial hier am Schluss und so. Komm, komm. Klick. Was wir inzwischen hier für verrückte Sachen gebaut haben. Alles nur nicht normal werden, ne? Zack. Ja, sehr cool. Guck mal, richtig schöner Durchfluss hier. Ist das da hinten? Ist mir scheißegal. Müssen wir da auch nochmal ran? Ich glaube fast. Ne, das sieht nur so aus. Das muss so sein. Ja, und wie kommt man jetzt hier runter? Eigentlich muss hier ein Zaun weg. So. Dass man hier direkt runterspringen kann. Macht sicher auch Spaß, in so einen Wasserfall reinzuspringen. Okay, das war's fürs dieses Mal. Das nächste Mal werden wir nochmal die Command-Blocks umsetzen und ja, in der zweiten Etage anfangen. Das ist dann der Plan fürs nächste Mal. Da gehen wir hin und bauen das hier so um, dass wir hier in der zweiten Etage eine Baumfarm hinsetzen können. Und dann kommt irgendwann mal der Aufzug, aber das ist noch relativ weit weg. Also ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Unser Zuhause wird richtig schön werden, Alter. Das wird schon extrem geil. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!